Was tanzt du denn so? Ich feier dich. Warum? Wegen 10.000? Ja. 10.000 Abonnenten. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Vielen lieben Dank an euch. Als Spezialvideo habe ich mir gedacht, ich erkläre euch, wie Vanlife, also das Leben und Reisen im Auto, meine Identität komplett zerstört hat. Ich erzähle nicht gerne über mich selber, deswegen habe ich mich die ganze Zeit davor gedrückt. Aber ich denke, hier können wir mal eine Ausnahme machen. Dazu muss ich erzählen, wie war ich vorher drauf und wie bin ich jetzt drauf. Es gibt ja viele Vanlifer, die irgendwie eine schlechte Kindheit hatten oder dazu gezwungen werden, im Auto zu leben. Das ist bei mir alles nicht der Fall. Ich hatte eine tolle Kindheit, habe mein Abitur gemacht, bin dann studieren gegangen an der Universität, war dann beim Militär. Für alle, die sich für die Bundeswehr oder dergleichen interessieren, ich hatte dann eine mega geile Zeit. Ich darf da leider nichts von erzählen, aber ja, ich war im Einsatz und habe auch viele andere verrückte Sachen erlebt. Und danach bin ich in die Selbstständigkeit rübergegangen. Macht Spaß, ne? Ja. Wie ich dann zur Selbstständigkeit rübergewechselt bin, habe ich in dem, wie ich mir meinen Lebensstil finanziere, Video erklärt. Ich wusste zu dem Zeitpunkt ehrlich gesagt nicht, was ich machen sollte. Deswegen war der Anfang etwas ruppig. Aber ich habe das alles eigentlich sofort geschafft. Und nach so ein, zwei Jahren hat das sogar richtig gut geklappt. Und ich habe mega viel Kohle gemacht. Ja, wenn man hart kämpft, schafft man alles. Es ging dann schon so weit, dass ich teilweise gar nicht mehr selber gekocht habe. Die Bude war riesengroß mit Kronleuchter und Stuck und gereist bin ich auch viel. Ich kann mich noch erinnern, ich bin einmal nach Paris gefahren und anstatt meine Klamotten zu waschen, habe ich mir einfach neue gekauft. Also es waren wirklich Summen mehr, als ich ausgeben konnte. Wie kann ich in die Kamera halten und nachladen gleichzeitig? Du musst bei mir nachladen. Ab einem gewissen Gehalt ist es egal, ob man sich eine Hose für 20 Euro oder für 120 Euro kauft. Ich hatte einen großen Hund, ich hatte Auto, Motorrad, Roller und einfach so Sachen dazu gekauft, einfach nur, weil aus Spaß halt. Ich habe mir echt aus Spaß Sachen gekauft. Und so häuften sich natürlich eine Menge Krempel an. Ich hatte einen festen Freundeskreis, aber ein paar davon waren schon Arschkriecher, die nur an mir interessiert waren, weil ich so einen Lebensstil hatte. Der Vorteil ist dann natürlich, man hat einen leichten sozialen Kontakt. Man muss nicht großartig Aufwand betreiben. Aber das Ganze hatte auch Schattenseiten. Ich habe viel Alkohol getrunken. Ich habe mich wenig bewegt. Ich habe ja selber keine Probleme mehr gelöst, sondern ich habe einfach Geld auf den Tisch gelegt und die Probleme lösen lassen. Das bedeutet, die eigene Freiheit und was man machen kann und die eigene Identität war eigentlich komplett vom Geld abhängig. Alles war nur noch vom Geld abhängig. Man wird zu diesem Typ, der immer einfach die besten Sachen hat und sich alles leisten kann. Ich kann mich erinnern, einmal hatte ich Bock, in den Freizeitpark zu gehen und da war eine Freundin gerade zu besuchen. Ich habe die ganze Familie mitgenommen. Wir haben die Kinder von der Schule abgeholt, einfach aus dem Unterricht rausgezogen und ich habe für alle bezahlt, weil ich Bock hatte, auf einen Freizeitpark zu gehen. Bei so größeren Summen fällt euch das einfach gar nicht mehr auf, dass ihr ein paar hundert Euro mehr ausgegeben habt. Das hört sich super geil an, aber das war eigentlich war das total, total kacke. Weil die ganze Identität plötzlich vom Geld abhängt und damit von der Arbeit. Wenn ich was erleben will, wenn ich irgendwie Spaß haben will, dann war das direkt einfach mit dem Geld verbunden und mit der Arbeit. Und davon habe ich mich so richtig eingeschränkt gefühlt. Ich hatte auch Angst, meinen Job zu wechseln. Ich mache das regelmäßig, dass ich einfach in andere IT-Branchen reinschwebe. Aber wenn man schon so immense, auch fixe Ausgaben hat, dann traut man sich das auch gar nicht mehr. Und ich konnte einfach nicht mehr sehen, wie ich mein Leben richtig füllen oder erfüllen konnte, wenn alles nur von der einen Sache abhängig ist. Was machst du? Na, versuch einen guten Spot zu finden. Ich träumte da immer die ganze Zeit davon, in ein Ferienhaus zu ziehen von meiner Familie. Im Ausland, wo man dann wenig Steuern zahlen muss, um einfach die Kosten zu senken. Bis ich dann ein Video von so einer Journalistin gesehen habe, die in ihr Auto gezogen ist, nur zum Testen für eine Woche. Sie hat mit ihrem Freund so ein Minivan so billig ausgebaut. Und das Fazit dieses Videos war, dass sie es so geil fand, dass sie alles fallen lassen hat und ja, ich glaube, immer noch in ihrem Van lebt. Und das ist bei mir eingeschlagen wie eine Bombe, du. Vor allen Dingen, da ihr Auto so schlecht ausgebaut ist. Ich dachte mir, ey, das kriegst du doch tausendmal besser hin. Wenn es ihr schon so sehr gefällt, da scheint irgendetwas dran zu sein. Ich habe mich dann online informiert, was gibt es für Geräte, was gibt es für Möglichkeiten. Kann ich normal online weiterarbeiten? Und siehe da, mittlerweile ist die Technologie einfach da. Man kann sich Solarpanel auf dem Dach raufschallern, essen, schlafen, Toilette. Alles ist mittlerweile möglich, auch zum niedrigen Preis. Und deswegen habe ich mir dann diese Karre geholt.
Die war natürlich total leer. In der damaligen Mentalität habe ich das Beste geholt, was ich finden konnte. Ein älteres Auto, das man selber reparieren kann. Der 2,5 Liter Hubraum, das ist der größte Motor, den man dafür holen kann. Der ist relativ groß, relativ hoch. Ich bin da auch sehr, sehr froh drum. Das ist echt ein geiles Ding. Ich habe da nie Probleme mit. Das hält. Ich weiß nicht, warum das Auto überhaupt noch funktioniert. Wie ich durch Albanien durch die Berge gefahren bin, wie ich hier einfach die Berge hochpeitsche und sowas. Das ist keine Ahnung, wie. Ich weiß nicht, was für Aliens dieses Auto entwickelt haben. Ich habe es immer noch nicht kaputt bekommen. Das ist, glaube ich, auch das Einzige, wo man bei Vanlife wirklich in die Tasche greifen sollte, dass man die Basis, das Fahrzeug, gut wählt. Aber ansonsten, vom Innenausbau, habe ich selber angefangen, da rumzuschrauben. Es hat unglaublich Spaß gemacht, da rumzubauen und einfach selber wieder etwas zu kreieren. Und wie man das aus der Softwareentwicklung so kennt, habe ich ständig alles getestet. Es sind viele, viele Sachen kaputt gegangen, aber ich habe sie auch wieder selber repariert. Und das hat mich so befriedigt. Das hat mir so viel Spaß gemacht. Ich habe mir meine Hände blutig, wortwörtlich blutig gearbeitet. Und das Geilste ist, das waren für mich damals quasi keinerlei Ausgaben. Dieses ganze Holz, hier alles selber zusammenzuschustern. Die Isolierung war teuer. Da habe ich, weiß nicht, ein paar hundert Euro bezahlt. Das war für mich damals gar nichts. Aber der Rest, ich habe ja unterschiedliche Toiletten getestet. Ich habe die Heizung immer wieder neu aufgebaut, bis ich die so habe, wie ich sie wirklich haben will. Und das war damals für mich so ein Umschwung. Das ist verrückt. Es hört sich an, als ob ich über einen anderen Menschen reden würde. Weil mittlerweile mache ich das nur noch so billig selbst gebaut, anstatt sich irgendwelche teuren Fertigprodukte zu holen. Die Probleme selber lösen, anstatt einfach nur Geld drauf zu schmeißen. Den ersten Monat habe ich nur auf Privatgrundstück gestanden und dort immer übernachtet und immer wieder ausgebaut, verbessert und sowas. Ich habe mich einfach nicht getraut, rauszufahren und draußen zu übernachten. Das war ja im Oktober 2020, also relativ kalt, und deswegen ist mein Auto auch so auf Winter ausgebaut, mit der Heizung, die im Bett endet und sowas. Den zweiten Monat habe ich mich dann das erste Mal getraut, tatsächlich draußen zu pennen. Das war in den Bergen bei mir zu Hause in der Nähe, an so einem Wanderweg. Da war ich abends ganz alleine und das war ein so heftiges Erlebnis. Ich habe mich so wohl gefühlt, da alleine zu sein, diese tolle Aussicht zu haben. Es ist kalt und dunkel, alle sind schon nach Hause gefahren und ich bin da noch ganz alleine. Ich habe da rumgetanzt. Ich weiß nur, ich habe mir einfach nur Reis gekocht im Kocher. Ich hatte ja noch nichts im Auto und das war so ein richtig wilder Abend. Keiner wusste, wo ich bin. Für mich alleine einfach. Ich werde das niemals vergessen. Aber so toll wie dieser Abend war, so schrecklich war der nächste Morgen. Überall waren plötzlich Wanderer und Hundespaziergänger und ich werde in meinem Auto wach. Ihr müsst euch vorstellen, von den möchtegern High Society Typen zu einem Penner, der im Auto lebt. Daher kommt auch der Name. Ich habe mich einfach so geschämt. Ich habe dann aus dem Fenster rausgeguckt und dachte, oh mein Gott, ich kann doch so nicht rausgehen. Das wird sofort jeder sehen. Da habe ich mich irgendwie schick gemacht und wollte auch nicht jetzt stundenlang im Auto rumhocken. Bin dann rausgegangen und auf den ersten 5 Metern, das weiß ich noch ganz genau, da kam mir eine Hundespaziergängerin entgegen und sie hat mich angelächelt. Okay, irgendwie ist es doch nicht so schlimm. Die Leute waren da alle so nett. Ist doch klar, wer fährt denn in die Berge, um dann mit den Hunden spazieren zu gehen und eine Pause vom Alltag zu haben? Ich bin dann da 2 Stunden durch die Berge gewandert und es hat sich richtig manifestiert, dass das eigentlich gar nicht so schlimm ist. Und ab dem Tag ging die Post so richtig ab. Ich bin dann wieder zurück zum Privatgrundstück, habe dann wieder weitergebaut und bin dann immer wieder rausgegangen, immer in die nächste Städtchen, immer in der Umgebung so draußen unterwegs gewesen, habe da übernachtet, weil ich bin natürlich dran gegangen wie bei der Softwareentwicklung, dass man etwas aufbaut und es dann einfach intensiv testet ohne Ende. Und deswegen war ich dann am Anfang immer nah an zu Hause, auch ein bisschen, weil ich Schiss hatte. Und zu diesem Zeitpunkt habe ich mich bereits mehr rausgezogen gefühlt, als dass ich zurück in mein altes Leben wollte. Aber ich war immer noch im Kämpfen mit meiner alten Identität und ich habe mich noch nicht getraut, mit dem Fahrzeug so weit rauszufahren, dass ich wirklich monatelang von zu Hause aus weg bin, was eigentlich totaler Quatsch ist, weil irgendein Baumarkt gibt es auch überall, ne? Aber dann, am 3. Monat war es endlich soweit. Ich habe gemerkt, dass ich mich einfach nur drücke.
Das kennt man doch. Ja, das erste, was ich gemacht habe, war eine NRW-Reise, eine zweiwöchige. Und da ist mir aufgefallen, wie viel Deutschland zu bieten hat, der Wahnsinn. Da war ich an der Mosel, also im Mittelrheintal, ich war in Aachen und Essen und so. Und da habe ich dann auch gemerkt, wie es ist, für längere Zeit an einem anderen Ort zu sein. Also wenn man im Hotel bleibt, ist das eine ganz andere Sache, wie wenn du in einem Van irgendwo stehst, wo die Leute auch leben und so. Wir parken ja natürlich nicht da, wo die Touristenecken sind mit Hotels oder wo man die halt für die Parkplätze bezahlen muss, sondern natürlicherweise parkt man dann eher dort, wo die Menschen auch leben. Und da habe ich erstmal wirklich Blut geleckt und gemerkt, ne, ich will noch nicht mal mehr eine Wohnung haben oder so. Ich will auch nicht mehr wieder zurückfahren müssen, weißt du? Da habe ich überlegt, wie kann ich das alles loswerden? Wie kann ich das so einrichten, dass ich zu Hause die Briefe empfangen und die mir zugeschickt werden und sowas. Übrigens Wohnungsgeberbescheinigung. Nicht bei jemandem, der zur Miete wohnt, sondern beim Besitzer einer Wohnung. Ansonsten muss man Strafe zahlen. Gewerbe habe ich auch alles bei meinen Eltern gemeldet und ich kriege die Briefe dann halt einfach zugeschickt und ab dann ist das Kind in den Brunnen gefallen. So, die Lana fängt an hier zu spielen. So eine ruhige Gasse, ja. Weil hier kommt ihre Stimme so richtig zur Geltung. Und die Leute sind dort auf den touristischen Wegen unterwegs, kommen hier rein und sind wie in so einer Musikbubble drin und stecken dann hier fest und bleiben stehen und sowas. Du hast hier bereits schon mal gespielt, ne? Und das lief gut, ne? Ja, Hammer. Okay, wir holen dir Kaffee, ja? Ich weiß auch noch ganz genau, dass ich zu dieser Zeit einfach damit zu kämpfen hatte, andere Leute davon zu überzeugen. Ich wollte unbedingt, dass alle meine Freunde und meine ganze Familie darüber Bescheid weiß, dass dieser Sprung einfach so geil ist. Auch gar nicht vergleichbar mit irgendwelchen Urlauben oder so. Wir haben ja auch in Basel die dicken Hotels gebucht und waren da dort wochenlang und es war auch super schön. Aber mit dem Van ist es einfach nochmal eine Stufe intensiver. Und ich muss auch ganz deutlich sagen, dass mir zu der Zeit auch klar wurde, dass mein Schlaf viel, viel besser ist. Ich weiß nicht, woran das lag. Ob das am Sauerstoff lag, weil man ja ständig quasi draußen ist, oder ob es daran lag, dass man die Umgebung gehört hat. Ja, ich kann im Haus nicht mehr pennen. Wenn ihr mich in ein Zimmer reinsetzt und die Tür zumacht, ne, ich gehe dann lieber raus in meinen Van und schlaf da, weil das irgendwie etwas total Beruhigendes hat. Den Wind und kleine Tierchen draußen zu hören, das ist wahrscheinlich so, wie manche Leute es mögen, den Fernseher im Hintergrund laufen zu lassen. Ich gleite damit einfach voll sanft in den Schaf. Ach, in den Schaf. In den Schlaf. The trust we had is broken. So don't tell me you can't forgive me. Nobody's perfect. No. Wenn ihr Lana unterstützen wollt, wie immer, besucht ihren YouTube-Kanal Solana the Artist. Sie würde sich sehr freuen. Keep you forever. My daughter and I. Yes. Don't worry. Just asking if you want a tea. We're gonna prepare some tea. Oh, that's so sweet. Yeah. Also kommst du aus Deutschland? Oh ja. Yeah. Also kannst du lange spielen, wie du möchtest. Auf der Straße hier, aber man hat so eine geile Akustik. Ja, das ist das Geile. Sehr viele Menschen kommen vorbei und dann klatschen auf. Ja, die erste große Reise, die sollte ursprünglich wirklich nur durch Deutschland gehen. Ich erinnere mich an die Geierleibrücke, an Burg Eltz, an Schloss Neuschwanstein. Ich bin an die Alpen lang gefahren, habe gemerkt, wie meine Gesundheit sich verbessert, wie es mir mental auch immer besser ging und dachte mir, das soll es gewesen sein? Nö, dann bin ich weitergefahren. Also bin ich eiskalt nach Österreich rübergefahren. Ich weiß noch, wie ich da an der Kasse stand, meine Pfandflaschen abgeben wollte. Es gibt dort kein Pfand. Ich habe so viele Fehler gemacht. Ich habe mich immer gefragt, was zum Henker soll ich dort eigentlich essen? Ja, das, was es lokal halt gibt. Wohin soll ich fahren? Und wie lerne ich irgendwelche Leute kennen? Vereinsame ich nicht oder sowas? Man quatscht einfach lokal irgendwelche Leute an. Ist ganz ehrlich, dass man keine Ahnung hat, was man eigentlich hier tut. Und man fragt sie, wo man hinfahren soll. Das war wirklich mein Plan. Und es war sensationell. Es lief wie geschmiert. Ans Zurückfahren nach Deutschland und wieder das alte Leben haben, habe ich gar nicht mehr gedacht. Ja, und so habe ich dann das wunderschöne Österreich kennengelernt. Die Arbeit lief ganz normal weiter. Ich habe in den ersten Monaten auch einen guten vierstelligen Betrag im Monat ausgegeben. Das ist jetzt mittlerweile unvorstellbar, weil ich sämtliche Museen und alles mitgenommen habe. Irgendwann verflog so das Interesse an den touristischen Sachen, aber auch vor allen Dingen, weil die Miete und andere Kosten wegfallen, habe ich einfach gemerkt, ich brauche auch nicht mehr so viel zu arbeiten, um mir das alles leisten zu können und vor allen Dingen noch weiter meinen Geldpuffer aufzubauen. Ich rate jedem so einen Geldpuffer, um einfach Geld über zu haben, falls mal was schief geht. Ja, und mit dem Lösen der Probleme ist mein Selbstbewusstsein auch ordentlich gestiegen. Das Geile ist,
Je weiter ihr reist, desto mehr Challenges gibt es. Ist klar, irgendwann habe ich die EU komplett durch. Und dann geht's weiter, wie jetzt für uns, auf den afrikanischen Kontinent. Wie dem auch sei, ich bin weitergefahren nach Tschechien, hab Telsch besucht, hab diesen komischen Fernsehturm auf dem Berg besucht. Weiß noch, dass da irgendwelche Marmorgesteine vom Vulkan aus dem Boden rauskommen. Ganz abgefahrene Sachen habe ich gesehen, wo ich mir dachte, wie kann das sein? Das ist Tscheche, das ist um die Ecke. Man sieht schon so geile Sachen. Aber in Telsch war es dann das erste Mal, dass jemand versucht hat, in mein Van einzubrechen und ich mir Gedanken darüber machen musste, wie ich mich eigentlich schützen soll. Zu Hause hatte ich ein Profischloss in meiner Tür, ich hatte einen großen 50 cm hohen Wolfhundmischling und auch noch Pfefferspray und so ein Gedöns rumliegen. Aber unterwegs hatte ich das nicht dabei und das hat mir echt die Hose runtergezogen. Komisch, immer wenn du irgendwo spielst, sind wir danach am Futtern. Und dann kam die Frage auf, wäre das zu Hause auch passiert? Wie kann ich das Problem lösen? Dann wollte ich einfach wieder Geld draufschmeißen, bis ich mich dann eigentlich informiert habe und rausgefunden habe, dass Geld draufschmeißen in dem Fall keine Lösung ist. Also habe ich im Grunde genommen einfach nur ein Hundeschild hinten an meinem Auto dran gemacht, habe darauf geachtet, dass das Auto niemals wertvoll aussieht. Problem gelöst. Auf eigene Faust das Problem gelöst. Für die eigene Sicherheit zu sorgen, gibt einen dann noch mehr Selbstbewusstsein. Das war wie, als ob ich aus dem normalen Lebensstrudel rauskomme und in den nächsten einfach nur reinfliege. Man merkt aber auch nicht, dass man den Strudel quasi wechselt, weil man die ganze Zeit nur an so geilen Orten ist und abgelenkt ist. Nur in solchen Momenten, wo man reflektiert, wird einem klar, dass sich das komplette Leben eigentlich geändert hat. Die Identität ist erstmal Schrott, die ist weg. Ich meine, ich verstecke mich noch nicht mal mehr. Selbst die Leute, die mir in den Arsch gekrochen sind, wissen, dass ich in einer Bruchbude von Vanen lebe. Mein Selbstbewusstsein ist massiv gestiegen und ich glaube aus dem einzigen Grund, weil es nicht mehr vom Geld abhängig ist, sondern von meinen eigenen Fähigkeiten. Geld kann kommen und gehen. Fähigkeiten sind dann schon zentraler in einem drin. Die sind näher an mir dran. Die sind echter. Dann ist natürlich ein Riesenhaufen Druck weg, weil ich nicht mehr vom Geld abhängig bin und dadurch für mich entdeckt habe, dass die eigentliche Freiheit viel schöner ist. Einfach mal wandern gehen oder einfach mal einen Tag nicht zu arbeiten, das kann ich mir jetzt alles locker flockig leisten. Ist auch sehr interessant, ich kann mir ja auch kein Flatscreen kaufen und jetzt kein Motorrad dazu kaufen. Also ich kann nicht mehr viel Geld ausgeben, was sehr praktisch ist. Womit wir dazu kommen, dass ich durch Vanlife erstmal richtig gemerkt habe, dass es besser ist, sich auf natürlicher Weise zu versorgen, als auf künstlicher Weise. Das betrifft zum Beispiel Essen. Ich habe keinen Ofen, deswegen kann ich mir auch keine Tiefkühlkost oder sowas holen, was auch gut ist. Mir geht es viel besser, aber das betrifft auch andere Sachen, wie zum Beispiel Unterhaltung. Anstatt im Van zu sitzen und einen Film zu gucken, gehe ich lieber raus und gucke mir die Umgebung an. Zu Hause ist das nicht so ganz möglich. Wie kann ich denn zum millionsten Mal dort denselben Weg laufen, das ist zum Sterben langweilig. Wenn man jedoch unterwegs ist, dann wechselt sich ständig die Umgebung und es ist immer interessant, rauszugehen und sich die Umgebung anzuschauen. So wie es auch natürlich ist. Wir Menschen sind von Natur aus Nomaden, wir sind Wanderer. Und das habe ich beim Vanlife erst gemerkt, das tut mir mega gut. Anstatt zu Hause in einer künstlichen Bude mit einer künstlichen Arbeit, mit künstlicher Unterhaltung, künstlichen Essen zu leben, habe ich eher einen natürlicheren Lebensstil mit Wandern und Umgebung entdecken, natürliche Sachen essen, viel weniger arbeiten müssen. Und sich nicht einfach durch das Leben kaufen, sondern durch das Leben leben. So bescheuert, wie das klingt. Ich weiß nicht, ob man das nachvollziehen kann. Ich glaube, man müsste das erleben, um das zu verstehen. Genau wie mit dem erfolgreich sein. Eigentlich spielt man da nur eine Rolle. Man ist Schauspieler. Man zieht sich Klamotten an, die erfolgreich aussehen. Man macht Sachen, die erfolgreich aussehen und dadurch ist man total eingeengt. Man muss das wirklich mal gemacht haben, um das zu verstehen, wie einschränkend das alles ist. Ich kann mir vorstellen, 99% der Leute würden mein altes Leben eher bevorzugen, aber für mich gibt es keinen Weg zurück mehr. Jetzt bin ich nur noch der Penner im Auto und bin frei und trage keine Last mehr auf meine Schultern. Kann an jedem Ort einfach machen, was ich will, sein, wer ich will, brauche mir keinen Druck über irgendetwas machen und bin einfach, ja, ich denke, im Mittelalter würde man sagen, vogelfrei. So, ich muss jetzt mein Auto wiederfinden. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wo ich hier bin. Ich danke euch vielmals fürs Zusehen. Bisschen viel mehr Gelaber in diesem Video. Tut mir leid. Ich wünsche euch einen schönen Tag und wir sehen uns unterwegs.